Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Alice Mare. Ich glaube, ich habe möglicherweise herausgefunden, wie es weitergeht, denn wenn man an diesem Loch hier drückt, kommt, hier ist etwas vergraben. Also graben wir das doch mal aus. Aha, Mystery Legs erhalten, also mysteriöse Beine. Käferbeine? Warte mal, weg damit von mir, ich hasse Käfer. Du magst ein hübsches Gesicht haben, Alan. Aber ich gehe mal davon aus, dass du letztlich im Inneren doch ein Junge bist. Nö. Die ist ein bisschen, kommt sie so ein bisschen eingebildet rüber. Aber vielleicht kommt sie auch nur so rüber. Vielleicht ist sie eigentlich ganz nett. So, dann würde ich mal sagen, geben wir dem Käfer-Aker in Wirklichkeit eine Spinne die Beinchen zurück. So, schön hier durch. Und dann mal schauen, was geschieht. Ich habe ja kein gutes Gefühl dabei. Meine Beine! Ah, oh, vielen Dank. Jetzt mach sie mir schnell dran, okay? Und hör mal zu, nicht, dass du die falsche Anzahl an Beinen ranmachst. Wenn du es falsch machst, dann werde ich vielleicht hungrig. Alles klar, ich werde dich dann fressen, verstanden? Wie viele Beine hat denn eine Spinne? Natürlich 8. Ja, fühlt sich gut an. Wenn du nur 4 oder 6 Beine an mich dran montiert hättest, dann hätte ich dich wirklich gefressen. Alles klar, als Dank werde ich euch von einem geheimen Ort erzählen. Schließt eure Augen. Was hat dieser Käfer gesagt? Verstehe, okay. Aber ich möchte nicht, ich hasse die Dunkelheit. Es ist möglich, dass er uns dann attackiert. Er scheint ziemlich tough zu sein, also ziemlich hinterhältig. Was zur Hölle, Mann? Vorhin hast du gar nichts gesagt. Schließ sie einfach, schnell. Schließen. Klamotten, okay, das ist ein closes. Das ist ein Wortspiel. Lasst uns einfach tun, was er sagt. Hm. Oh Mann, du bist ein echter Lebensretter, weißt du? Und jetzt atme tief ein. Okay, wir sind wirklich an einem anderen Ort. Das ist schon wieder Schmetterling-Käfer-Wesen-Dingens. Oh, Sekunde, ich speichere mal einmal. So. Okay, dann gehen wir wohl hier weiter. Oho. Oh, ich bin ein bisschen erschöpft. Können wir uns hier ausruhen? Was ist das für ein Ort? Ich dachte, es wäre ein Traum, aber das ist es nicht. Ich kenne diese Orte und doch kenne ich sie nicht. Und ich bin erschöpft vom vielen Laufen. Ja, es ist ein großer Ort. Hier kann man sich leicht verlaufen. Wenn du nicht weitergehen möchtest, könnt ihr bleiben... ihr beiden hier bleiben. Wirst du gehen, Lehrer? Wieso? Wieso möchtest du unbedingt alleine weitergehen? Ich möchte nicht, dass die Menschen mich kennenlernen. Oder dass sie mit reingezogen werden in etwas. So war ich schon immer. Ich verstehe. Du siehst immer so unglücklich aus, dein Gesicht ist immer so unglücklich. Lehrer, Alan, alle. Alan, denkst du, du bist der unglücklichste von uns allen? Ich bin mir nicht sicher. Hast du sogar vergessen, wie du dich fühlst? Vielleicht kannst du gar nicht mehr spüren, dass du unglücklich bist. Das ist genau das, was ich denke. Aber du kannst zwischen Menschen Glück und Unglück nicht vergleichen. Wahrscheinlich meint er, dass bei jedem das Glück ja anders definiert wird. Glück und Unglück sind nur Hindernisse auf dem Weg, den du wählst. Sogar Glück ist ein Hindernis? Wenn das so ist, was suchen die Menschen denn dann? Du verwirrst mich, Lehrer. Und sag nicht, dass du es besser weißt, weil du ein Erwachsener bist. Die Antworten zu kennen ist es, was einen erwachsen werden lässt. Und ich kenne die Antworten nicht. Also ist dein Lehrer immer noch ein Kind. Ich habe noch nie so ein großes Kind gesehen, das so ein unverständliches Gebrabbel von sich lässt. Du bist wirklich sehr direkt, Stella. Ich sag ja, dass sie so ein bisschen komisch drauf ist. Alles klar, mir geht es jetzt gut. Lasst uns weitergehen. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn wir weitergehen, dann habe ich das Gefühl, könnte ich finden, was mir auf der Seele lastet.
Wieso seid ihr beiden am Leben und fühlt euch doch so tot an? Oh, es ist echt gruselig, was sie hier manchmal so labern. Ich speichere mal. Nach der etwas längeren Unterhaltung. Ach, Herr Jemine, ich weiß nicht genau, wo wir natürlich als nächstes jetzt lang sollen. Vor allem, vielleicht ist hier irgendwo nochmal eine Scherbe oder auch nicht. Hier geht's zum Beispiel nicht lang. Und Blut sehe ich auch nirgendwo, was irgendwie andeuten würde, wo es weitergeht. Von wo kamen wir? Von hier rechts, oder? Ja, okay. Und wo geht's hier hin? Das ist ja schon ein bisschen... Nee, Sekunde, ich gucke erst noch... Oh, ich dachte schon, ich komme nicht mehr zurück. Was ist denn hier unten noch? Ah, oh, die Tetris-Katze. Wanna play Tetris? Voll gemein. Okay. Hier scheint ja nichts zu sein. Ich sehe auch jetzt gerade nichts, was irgendwie blinkt oder so. Vielleicht sollten wir uns das merken. Vielleicht taucht da noch was auf später oder so. Dann schauen wir mal, wo uns das hier hinführt. Ah, da ist auf jeden Fall ein Schatten oder irgendein Wesen. Würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Ich sehe auch nirgendwo eine Scherbe rumliegen. So. Hallöchen. Oh, es tut mir sehr leid. Ich weiß, dass ich den Weg blockiere. Mein Körper vermisst ein paar Dinge. Rechte Hand, rechtes Bein, linkes Bein, linkes Auge. Ich habe nur kurz geschlafen und weg waren sie. Sind diese weißen Dinger da Knochen? Bist du am Leben? Ja, ganz richtig, das sind Knochen. Das Äußere ist schon verrottet. Ob ich am Leben bin oder nicht, ist in dieser Welt wirklich nicht von Belang. Also, werdet ihr die Teile meines Körpers einsammeln? Alan, du tust das. Danke für eure Kooperation. Okay, und wo sollen die Körperteile sein? Also hier schätze ich mal einfach nicht. Vielleicht ist jetzt wirklich an einem anderen Ort was aufgetaucht. Da sollten wir uns mal umschauen. Ah, nein, hier geht's nicht lang. Also gehen wir mal zurück. Oh, meine Güte. Oh, immer... Oh, ich bleib andauernd irgendwo hängen. Das gibt's doch nicht. Also hier sieht's ja nicht so aus, als wäre hier was. Vielleicht ist hier unten was erschienen. Oder doch hier links... Ah, oh mein Gott. Ich glaube, wir haben was, oder? Bin mir nicht ganz sicher, ob wir es eingesammelt haben. Da, schnell hin, hin. Wie viel haben wir denn jetzt? 4 Sachen sollten das sein, ne? Glaube ich. Haben wir jetzt 4 Sachen? Okay, eigentlich steht hier nichts drin, aber ich würde sagen, dass wir die Sachen eingesammelt haben. Leider kam kein, wir haben einen Arm erwischt oder so. Aber auf jeden Fall war ich reingelaufen und dann war es verschwunden. Also schätze ich einfach mal, dass das geklappt hat. So, also geht es wieder zurück. Oh Gott, und schon wieder hänge ich an jeder einzelnen Ecke fest. So. Oh, das ist echt eine Geduldsprobe. Oh, das ist es. Das sind meine Teile. Vorsicht mit dem Auge. Die zerplatzen sehr leicht. Ich bin wirklich sehr dankbar. Ich danke euch so sehr. Hier ist immer noch ein wenig von seinem Geruch. Was für ein schrecklicher Gestank. Okay. Oh! Alan, Stella. Ihr dürft nicht weiter als bis hier gehen. Bleibt einfach hier, ja? Ihr versprecht es. Hä? Worum geht es hier? Oh! Darum geht es. Junge, schon wieder alles so traurige Gesichter. Hey, Alice, wenn es schmerzt. Möchtest du, dass ich dich davon befreie? Na, das ist zu anstrengend. Ich mag ihn nicht. Ich kann nicht sagen, ob er am Leben ist oder tot. Oh, wie gemein. Ich bin vor einer ganzen Weile gestorben. Ja, aber zunächst... Ich bin nichts anderes als der Bewahrer von Versprechen. Ziemlich lustig. Ich habe nichts von euch gestohlen. Aber ihr seid genau wie der Rest. Tja, nicht nötig zu stehlen. Denn ihr hattet ja von Anfang an nicht wirklich viel. Davon, of it. Das ist meine Zeile. Mein Job ist erledigt. Gute Nacht. Ich weiß nichts über den Lehrer oder über ihn da. Ich frage mich, warum ich dieses seltsame Gefühl habe. Die Tür ist fort. Was sollen wir tun?
Das überlasse ich dir. Vielleicht sind das wirklich ein und dieselbe Person, weil der Lehrer ist verschwunden und dann tauchte der Kater auf. Und er konnte uns nicht das stehlen, weil wir schon von Anfang an nicht viel davon hatten. Was könnte das sein? Oh mein Gott, ich muss gedrückt halten. Das ist eklig. Ach nee, ich muss doch nicht gedrückt halten. Irgendwie habe ich aus Versehen doppelt gedrückt. Oh jemine. Eine Katze mit blauen Armen, die hinunterreichen? Ganz viele Arme, die farbig sind. Sind überall Arme? Hier nicht. Hier schon, naja. Oh Gott. Okay, ich speichere lieber nochmal. Gucken wir mal, was hier ist. Was ist das? Ein Durcheinander. Ich weiß nicht, ob ich an alle mal rangehen soll. Aber da scheint nichts zu passieren. A mess einfach nur steht da. Und da ist auch nichts. Und hier sind zwei Stühle vorm Piano. Ein Piano. Ist das in Ordnung, wenn ich ein bisschen spiele? Oh, dieses Piano hat gar keine Musik. Vielleicht wurde es irgendwo vergraben oder versteckt. Ist ja lustig. It's missing its sound. Dann müssen wir wohl irgendwie den Sound wiederfinden. Wir haben hier ja noch eine andere Möglichkeit und vielleicht kommen wir sogar zurück. Da bin ich mir halt nicht sicher. Okay, hier sind schon wieder diese ekligen Dinger. Ich finde, die sehen richtig eklig aus. So. Das nehmen wir mit. Wir haben wieder eine Scherbe erhalten. Hier sind viele Namen geschrieben. Die Namen von jedem in der Stadt. Eines Tages werde auch ich dort eingetragen sein. Der Lehrer hat mir erzählt, dass Leute, wenn sie vergessen werden, ein zweites Mal sterben. Weißt du, welche Dinge man zuerst vergisst, wenn eine Person stirbt? Er hat gemeint, dass man zuerst die Stimmen vergisst. Ich kann mich auch kaum an irgendwelche ihrer Stimmen erinnern. Vergessen wir die Dinge, damit wir nach dem Tod einer Person weiterleben können? Oder ist es uns egal, sobald sie tot sind? Ich frage mich, welches davon es ist. Das ist irgendwie traurig, der Gedanke, dass man ein zweites Mal stirbt, wenn man vergessen wird. Ein Apfel. Okay. Ein Apfel. Ein Apfel. Ja, da müssen wir wohl noch irgendwo hin. Weil hier ist ja nichts mehr. Außer es löst sich gleich irgendwas aus. Huch! Wieso kann das in der Wand drin sein? Okay, das kann natürlich auch perspektivisch verzerrt sein. Gehen wir nochmal rüber. Das ist so gruselig, diese Bilder. Ich mag sie nicht. Können wir jetzt hier runter nochmal? Ist versperrt. So ein Mist. Okay. Wo geht's denn dann jetzt weiter? Ja, vielleicht wurde es... Oh, was? Nichts. Nein, ich muss jetzt ernsthaft alles durchsuchen? Das kann doch nicht sein. Oh. Ist da eine Katze? Ist das nicht der Sound? Okay, wir gucken jetzt noch ein bisschen weiter. Ah, wir haben einen Sound erhalten, tatsächlich. Oh mein Gott, wir müssen jetzt hier alles... Oder reicht das schon? Wir haben einen Sound, a pretty sound. Okay, ja, dann müssen wir wohl hier die Dinger absuchen. Ich weiß immer nicht, ob es reicht, wenn man so halb davor steht oder... Oh Gott, das ist aber ein... Okay, wir haben noch einen Sound erhalten. Ui, it's made of glass. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob wir diese Reihe schon durchsucht haben. Ich mach's einfach nochmal. Aber zumindest passieren ja ab und zu auch andere Dinge. Von daher ist es wenigstens ein bisschen abwechslungsreich. Aber trotzdem ein total sinnloses Rätsel. Weil ich wüsste nicht, dass wir irgendeinen Hinweis erhalten haben, wo sich irgendetwas verbergen könnte. So. Und gerade, wo ich ja immer so gut mich vor die Dinger stellen kann. So, dann machen wir erstmal hier weiter. Oh, lala. Hier ist gar keine Musik, fällt mir gerade auf. Ist ja voll schade. Aha. Nochmal Sound. Nichts. Vielleicht ist hier unten gleich noch was. Oh Gott, vielleicht müssen wir drüben auch noch alle untersuchen. Ach Gott. Ist das anstrengend. Okay. Noch eins.
Oh, na dann hoffe ich, dass das reicht. Oder wir müssen gleich nochmal rüber. Okay, wir haben den Sound zum Piano zurückgebracht. Der Sound ist zurück. Gib mir einen Moment. Pianos sind wirklich toll. Sie machen keine unnötigen Geräusche. Lebendige Menschen sind doch nur Megafone, die Unsinn schreien. Wieso macht ihr und machst du und alle anderen mit bei meinen selbstsüchtigen Wünschen? Ich verstehe. Ihr seid alle seltsam, auch wenn ihr tot erscheint. Ihr habt alle Verlust erlebt. So wie die Toten? Ich glaube, ich verstehe es. Lass uns gehen. Du weißt es bereits, nicht wahr? Was weiß ich bereits? Was? Möchtest du es nochmal hören? Nee, nee. Alles klar, lass uns gehen. Was? Du weißt es bereits? Was weiß ich bereits? Was weiß ich bereits? Es hat was mit Tod zu tun. Irgendwas mit Tod. Irgendwie sind alle tot oder so ein Mist. Alle sind tot. In Wirklichkeit. Und sie durchleben irgendwie die Hölle oder sowas. Ich mag meinen eigenen Namen nicht. Sie streckten ihre Hände aus, aber sie kamen nicht dran, also fielen sie in den Tod. Ich sah zu von oben, ich konnte nichts tun. Aber ich fand es schön, also ging ich näher, und ich fiel. Aber das ist in Ordnung. Lebendige Menschen werden alle dreckig. Der Lehrer meinte, er mag seinen eigenen Namen auch nicht. Der Lehrer versteckt etwas. Was ich jetzt tun werde, as for what I'll do, ja, wegen was ich jetzt tun werde, das überlasse ich dir, Alan. Was wir vermissen, was wir wollen, ich weiß es. Ich weiß, wieso keiner von euch sich für mich lebendig anfühlt. Wenn Menschen verlieren, sterben sie. Ich hätte damals den vergifteten Apfel essen sollen. Sie sind alle gestorben, jeder Einzelne. Was ist mit dir, Alan? Wirst du mit mir essen? Nein, den vergifteten Apfel werde ich nicht essen. Ich verstehe. Kümmere dich um die anderen. Gute Nacht, Alan. Ist sie Schneewittchen? Eine Notizbuchseite erhalten. Alle haben dieselben Augen. Ich weiß nicht wieso, aber sie sind tot. Sie alle. Sie haben lange gesucht, aber sie können es nicht finden. But Teacher, aber Lehrer, du... Vielleicht understand, du verstehst... Nee, mit T weiß ich nicht. Auf jeden Fall spricht sie, würde ich sagen, den Lehrer an. Oh mein Gott, sie hat sich doch umgebracht, oder? Sie hat den Apfel gegessen und sich damit vergiftet. Aber mir war hier weniger klar als bei den anderen Geschichten, wie das Märchen, das Originale, damit zusammenhängt. Klar, sie isst den Apfel, das schon, aber... Willkommen zurück. Alle Schlüssel wurden zurückgebracht. Das ist wirklich hervorragende Arbeit. Die Dinge aus der Welt. Tja, diesmal keine, scheint es. Und die Seiten... Oh, es scheint, es gibt nur eine. Na, das ist in Ordnung. Das bedeutet einfach, dass es eine Menge leerer Seiten sind. Schwarzes Notizbuch erhalten. Was wirst du jetzt tun? Ich denke, du bist ziemlich erschöpft. Eine Möglichkeit, aus dem Traum zu erwachen. Es ist nicht ganz ein Traum, aber ja, ich kann dir den Weg erklären. Es gibt zwei Wege. Deine Welt... mit dieser Welt zu verbinden. Einer davon... Naja, sagen wir mal, das ist keine Option für dich. Der andere ist, dass Alice... Oh Mann, okay, den Schlüssel in das Herz jenen rammt, den er für am bösesten hält. Hier hast du.
einen Schlüssel zu deiner Welt erhalten. Ganz richtig, ich habe auch die finale Tür aufgesperrt. Welchen Weg du wählst, überlasse ich dir, Alice. Die Alices sind instabil in dieser Welt. Also wenn sie lange bleiben, werden sie sich in... Foam ist, glaube ich, so... Schaum verwandeln. Süße Träume. Ich danke dir dafür, dass du die Schlüssel zurückgeholt hast. Wirklich. Okay, the one you feel. Aber ich bin nicht länger eine Person. Also ist das bedeutungslos. Ich sehe, dass du... Ach so, er denkt, dass wir ihn damit... Ich sehe, dass du es hinter deinem Rücken versteckst. Süße Träume. Aha, wir haben jetzt also mehrere Möglichkeiten. Ich nehme an, das stellt die Enden dar. Also haben wir hier schon alleine vermutlich 5 mögliche Enden. Es gibt aber noch mehr, irgendwie basierend darauf, was wir ausgewählt haben während des Spiels. Dann werde ich jetzt mal speichern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Alice Mare zu einem oder zwei Enden, je nachdem, wie lang die dann sind. Ja, wir werden natürlich auf jeden Fall versuchen, alle Enden freizuspielen. Ja, ich freue mich schon drauf. Bin gespannt, wie Alice Mare endet. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.